Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meine Neuerscheinungen für den November geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Beim allererstes aus bevor weg, ich habe ja gedacht, im November kommt bestimmt nicht so viel raus, denn die Buchmesse ist jetzt vorbei. Aber falsch gedacht, es sind einige Bücher wieder geworden, die ich mir im November aufgeschrieben habe. Davon sehr, sehr viele Liebesromane. Also falls euch das nicht so interessiert, sorry, es sind aber halt recht viele Liebesromane und ihr wisst, ich lese gerne Liebesromane. Und wir fangen auch gleich mit dem ersten Liebesroman an, der am 10. November erscheint. Und zwar ist das das neue Buch von Colleen Hoover, Nur ein einziges Mal. Ich lese euch mal ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Als Lily Ryle kennenlernt, scheinen all ihre Träume wahr zu werden. Eine neue Stadt, der erste Job und dann noch Ryle. Überaus attraktiv, überaus wohlhabend und überaus erfolgreich. Vergessen scheint Lillys schwierige Kindheit. Vergessen auch Atlas, ihre erste Liebe. Der Gegenüber von Lilly squattete. Weiß einer von euch, was squattete heißt? Ich habe vorhin gedacht, was heißt denn das? Squattete. Ist das jetzt ein Schreibfehler oder kenne ich dieses Wort einfach nicht? Falls ihr dieses Wort kennt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und sagt mir, wie doof ich bin, weil ich es nicht kenne. Auf jeden Fall wohnte Atlas gegenüber von Lilly und bis der Vater von Lilly die beiden erwischte und Atlas von heute auf morgen verschwand. Und dann steht Atlas auf einmal vor ihr. Als Ryle von ihrer gemeinsamen Vorgeschichte erfährt, weckt dies seine Eifersucht. Und ich finde, das klingt nach einer sehr interessanten Geschichte mit einem sehr interessanten Liebesdreieck vielleicht auch. Und deswegen habe ich es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und ja, erscheint am 10. November. Das zweite Buch, was ich mir aufgeschrieben habe, erscheint ebenfalls am 10. November und ist das neue Buch von John Green. Und zwar heißt das Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken. Und auch hier lese ich euch mal ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Die 16-jährige Asa Holmes hatte ganz sicher nicht vor, sich an der Suche nach dem verschwundenen Milliardär Russell Pickett zu beteiligen. Sie hat genug mit ihren eigenen Sorgen und Ängsten zu kämpfen, die ihre Gedankenwelt zwanghaft beherrschen. Doch als eine 100.000-Dollar-Belohnung auf dem Spiel steht und ihre furchtlose beste Freundin Daisy es kaum erwarten kann, das Geheimnis um Pickett aufzuklären, macht Asa mit. Sie versucht, Mut zu beweisen und überwindet durch Daisy nicht nur kleine Hindernisse, sondern auch große Gegensätze, die sie von anderen Menschen trennen. Für Asa wird es ein großes Abenteuer und eine Reise ins Zentrum ihrer Gedankenspirale, der sie zu entkommen versucht. Und ich finde, das klingt auch ganz, ganz toll und jeder, der John Green kennt, weiß ja, dass er oftmals Bücher mit einem schwereren Hintergrund schreibt und einer schwereren Thematik schreibt. Und deswegen habe ich mir das Buch auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben, denn ich finde, es klingt sehr, sehr interessant. Und das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, das erscheint am 13. November und ist eine Neuauflage im HarperCollins Verlag, und zwar Das göttliche Mädchen. Und auch hier möchte ich euch mal vorlesen, worum es in diesem Buch geht. Einen schlimmeren Geburtstag hatte Kate noch nicht erlebt. Ihre Mutter ist sterbenskrank und Kate muss in die Kleinstadt Eden ziehen. Als sie auf der neuen Schule den geheimnisvollen Henry kennenlernt, gerät ihr Leben komplett aus den Fugen. Denn er ist Hades, der Gott der Unterwelt. Und er macht ihr ein verlockendes Angebot. Er wird ihre Mutter heilen, wenn Kate 7 Prüfungen besteht und sein Wintermädchen wird. Aber ob ihre Seele stark genug ist? Bisher haben alle ihr Scheitern mit dem Tod bezahlt. Und ich finde, das klingt so gut. Ich mag ja griechische Mythologie sowieso total gerne und ja, bin gespannt auf dieses Buch. Ich habe es mir auf jeden Fall mit aufgeschrieben. Das göttliche Mädchen, wie gesagt, erscheint am 13. November. Das vierte Buch, was ebenfalls am 13. November erscheint, auf dieses Buch freue ich mich schon so unglaublich. Und zwar ist das Fighting to be Free, nie so begehrt. Das ist der zweite Teil zu Fighting to be Free, nie so geliebt. Und ja, ich habe Fighting to be Free ja gelesen und das hat mich so umgehauen. Ich fand die Geschichte einfach nur so unglaublich schön erzählt. Und ich habe so mit Jamie gefühlt in der Geschichte und der tat mir einfach so unglaublich leid, weil er einfach keine andere Wahl hatte in dem Moment. Also er ist dort in diesen Strudel reingezogen worden, wo er nicht mehr rauskam alleine. Und das Ende hat mich zerstört bei diesem Buch. Das Ende war so traurig und so ungerecht. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Warum er? Warum muss das mit den beiden passieren? Und ich habe das verflucht, dieses Ende. Und ja, freue mich jetzt umso mehr auf den zweiten Teil, um die Geschichte von Ellie und Jamie endlich weiterzulesen, um zu wissen, was mit den beiden passiert ist. Ich weiß, dass die Geschichte einige Jahre nach dem ersten Teil ansetzt und die beiden sich wieder begegnen. Und ich bin so gespannt auf dieses Buch. Das glaubt ihr gar nicht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dieses Buch zu lesen. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ich habe es als Rezensionsexemplar angefragt, aber ich weiß nicht, ob ich es bekommen werde. Aber ich werde es mir auf jeden Fall holen, denn ich muss wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Sie war so unglaublich gut. Da es jetzt die direkte Fortsetzung zum ersten Teil ist, werde ich euch hier zum Inhalt nichts weiter erzählen. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte gewesen und sie war so gut. Sie war einfach so unglaublich gut. Das fünfte Buch, was ich mir aufgeschrieben habe, dazu kann ich euch vom Inhalt her auch nichts sagen, weil ich glaube, sonst spoilere ich euch auf den ersten Teil. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, Cassandra, niemand wird dir glauben, von Eva Sigmund.
Dieses Buch erscheint ebenfalls am 13. November und ist der zweite Teil zu Pandora, was ich finde, man am Cover auch richtig gut erkennt. Im ersten Teil von Pandora ging es ja um diesen Sandmann und ja, der zweite Teil spielt jetzt da danach. Und im zweiten Teil geht es halt, wie gesagt, um Cassandra. Und ich möchte halt vom Inhalt her nichts verraten, sonst spoilere ich. Ich möchte auf jeden Fall den ersten Teil jetzt im November mit der Kati zusammenlesen. Das haben wir uns jetzt schon so lange vorgenommen. Und wir nehmen das jetzt im November endlich in Angriff und lesen endlich Pandora. Und dann, wenn das erste Buch gut ist, vielleicht lesen wir dann auch noch das zweite gleich hinten dran. Mal gucken, wie es so läuft und wie es so ist. Und ja, Kati, falls du das siehst, ich habe dich nicht vergessen. Aber ich habe im November ziemlich viele gemeinsame Lesen, deswegen muss ich mal gucken, wann wir dazu kommen. Das sechste Buch, was ich mir aufgeschrieben habe, erscheint ebenfalls am 13. November und wurde mir auf der Buchmesse beim Bloggertreffen von HarperCollins schon vorgestellt. Und ich fand, das klang da auch schon richtig, richtig gut. Deswegen habe ich es mir auf jeden Fall auch nochmal mit aufgeschrieben. Und ja, ich lese euch mal kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Immer hat Juliet Briefe an ihre Mutter geschrieben. Selbst nach deren Tod vor Monaten hinterlässt sie Nachrichten am Grab. Eines Tages findet sie eine Antwort von einem Jungen, der genauso verzweifelt ist wie sie. Spontan schreibt sie zurück und der Gedankenaustausch wird ihr zunehmend wichtiger. Doch dann erfährt Juliet, wem sie ihre tiefen Gefühle offenbart hat. Sie kann nicht fassen, dass die Worte, die sie so berührt haben, von einem Loser wie Declan stammen. Oder ist seine raue Fassade nur ein Schutz, hinter dem sich seine verletzliche Seele verbirgt? Und ich finde, das klingt einfach so gut. Und ich glaube, ich muss dieses Buch haben. Und ja, ich habe es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Ich habe beim Bloggertreffen dreimal schon gedacht, boah, das klingt nach einer richtig coolen Geschichte. Und dieses Buch steht definitiv auf meiner Liste mit, ich möchte dieses Buch irgendwann mal lesen. Ich finde, es klingt einfach richtig gut. Deswegen habe ich es mir mit aufgeschrieben. Das nächste Buch, was ich mir aufgeschrieben habe, erscheint am 23. November. Ja, erscheint am 23. November und ist, glaube ich, der dritte Teil zu der Bad Romeo-Reihe von Liza Raven. Ich weiß nicht direkt, ob es ein dritter Teil ist, also direkt mit zur Reihe gehört, aber die haben ja jetzt die Bücher nochmal als Taschenbücher neu aufgelegt mit neuen Covern und haben diesen dritten Teil an die ersten beiden Teile vom Cover her angepasst. In den ersten beiden Teilen geht es ja um Cassandra und Ethan und in dem dritten Teil, der jetzt rauskommt, geht es um ein anderes Pärchen. Aber da ich Bad Romeo und Broken Juliet, also wohin du auch gehst, und der zweite hieß Ich werde mal bei dir sein, ich fand die so unglaublich witzig und ich fand die einfach so schön geschrieben. Und auch da habe ich mit den beiden damals gelitten und da waren so viele Fremdschämen-Momente in diesem Buch drin, dass ich es einfach so gefeiert habe. Und ich mochte einfach die ganze Art von der Geschichte. Deswegen habe ich mir das neue Buch, was zu dieser Reihe jetzt rauskommt, einfach mal mit aufgeschrieben. Und zwar ist der dritte Teil Bad Heart zurück zu mir. Und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Wenn mein Display nicht ausgeht. Felissa Holt ist es lieber auf den ersten Blick, als sie Liam Quinn kennenlernt. Er ist groß, sportlich, charmant und lustig. Er lässt ihr Herz schneller schlagen, beschert ihr schlaflose Nächte. Noch nie hat sie einen Mann getroffen, der sie dermaßen glücklich macht. Doch Liam ist der absolute Frauenschwarm und steht am Anfang einer großen Schauspielkarriere in Hollywood, wo ihm Geld, Ruhm und natürlich auch ein ganz anderer Lebensstil winken. Elissa weiß, dass sie die Beziehung beenden muss, bevor ihr Liam das Herz brechen kann. Und ich finde, das klingt auch nach einer ganz süßen Liebesgeschichte. Und wie gesagt, ich mochte einfach bei Bad Romeo und Broken Juliet die ganze Art und Weise der Geschichte. Das war sehr witzig, das war gefühlvoll und auch spannend geschrieben. Und ja, deswegen habe ich mir den dritten Teil auf jeden Fall mal mit auf die Liste geschrieben. Und mal gucken, wann ich irgendwie mal dazu komme, den zu lesen. Ihr kennt das ja, ne? Mit den ganzen Büchern. Und damit wären wir auch schon bei den letzten vier Büchern. Und ja, das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist der dritte Teil der Tempting Love-Reihe, also der Gamble Brothers-Reihe von Jennifer L. Armentrout. Und ja, seht ihr, das habe ich in meinem Jennifer L. Armentrout-Tag vergessen, dass dieses Buch jetzt im November ja auch noch rauskommt. Tada! Ich werde mir dieses Buch auf jeden Fall holen, denn es geht in diesem Teil um den dritten der Gamble Brothers und um diese eine PR-Beraterin. Und im zweiten Teil hatte diese PR-Beraterin sowas von einem Stock im Arsch, dass ich gedacht habe, boah, diese Frau geht gar nicht. Und ja, wo ich dann gelesen habe, dass sie der Gegenpart zu dem dritten Bruder wird, der auch nicht ohne ist, dachte ich mir, jo, das wird bestimmt eine coole Geschichte und die möchte ich auf jeden Fall lesen. Und ja, deswegen habe ich mir das Buch auf jeden Fall mit aufgeschrieben. Es kommt am 24. November und ich werde den Teil definitiv lesen, denn ich fand den zweiten Teil definitiv auch besser wie den ersten. Der erste Teil war ja schon so, was ist das? Was ist das? Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie vom Buch her. Vor allem nicht, wenn man Jennifer L. Armentrout gewöhnt ist von der Qualität und dann kommt sowas. Aber es war halt ihre erste Geschichte, die sie jemals so in diese Richtung geschrieben hat. Deswegen sei ihr da verziehen. Wie gesagt, der zweite Teil war da schon um einiges besser. Immer noch nicht so perfekt wie die Wait For You-Reihe, möchte ich sagen, aber um einiges besser. Deswegen bin ich jetzt auf den dritten Teil gespannt, wie der so ist. Und ja, mal gucken, was mit dieser PR-Beraterin und dem dritten Bruder alles so passiert. Dann ebenfalls noch ein Buch, was auch am 24. November erscheint, und zwar Bourbon Lies. Das ist der dritte Teil der Bourbon Kings-Reihe von, ne?
Es ist weg. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Autorin hieß. Es ist weg. Egal. Ihr kennt ja diese Reihe und ihr seht ja das Cover und da steht ja der Name der Autorin drauf. Also, ja. Da kommt der dritte Teil jetzt ebenfalls am 24. November. Ich habe den ersten da, Bourbon Kings, aber ich habe ihn noch nicht gelesen. J.R. Ward. So hieß die Autorin. J.R. Ward. Ich bin mal gespannt auf den ersten Teil. Mal gucken, wenn er gut ist, werde ich mir den zweiten und dritten auf jeden Fall auch mal holen. Deswegen sehr interessant für mich, dass der dritte am 24. November erscheint. Hello! Nicht wundern, ich bin gerade am Schneiden meiner Neuerscheinungen und stelle fest, ich habe ein Buch vergessen. Und das ist ein Buch, auf das ich mich mega freue und es stand definitiv auch auf meinem Zettel gestern beim Drehen, aber ich habe es einfach mal komplett überlesen. Und zwar kommt jetzt im November, ich glaube am 24. oder 27., ich habe meinen Zettel leider schon weggeschmissen, kommt noch der vierte Teil der Forever in Love-Reihe raus von Cora Carmack. Und in diesem Teil geht es ja um Stella und Ryan und ich freue mich seit dem zweiten Teil auf die Geschichte von Stella und Ryan. Deswegen möchte ich dieses Buch an dieser Stelle einfach nochmal ganz kurz mit erwähnt haben. Und jeder, der ein so großer Fan der Forever in Love-Reihe ist wie ich, darf sich mit mir freuen, dass Ende November der vierte Teil dann rauskommt von dieser Reihe. Ich weiß gar nicht, ob das der letzte ist oder ob da noch einer kommt. Das habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall wie Bolle drauf. Und deswegen wollte ich das Ganze an dieser Stelle einfach mal noch mit erwähnt haben, auch wenn ich jetzt gerade nicht kameratauglich aussehe. Sorry. Aber ja, so viel zu dem Thema und jetzt geht's weiter mit dem richtigen Video. Bis dann. Damit wären wir dann auch beim letzten Buch angekommen und dieses Buch ist kein Liebesroman. Juhu! Und zwar kommt am 27. November der fünfte Teil von Lockwood und Co. raus. Ich weiß gerade gar nicht, ob es der letzte Teil der Reihe sein soll. Keine Ahnung, ich habe ja damals den ersten gelesen. Ich fand den ersten Teil auch wirklich gut, aber trotzdem hat mich diese Reihe nicht gereizt, irgendwie weiterzulesen. Also ich werde mir die Bücher vielleicht mal irgendwann ausleihen von irgendwem, aber ich habe jetzt keine Ambition, diese Reihe so dringend zu lesen, dass ich mir die Bücher alle kaufen muss. Also es ist irgendwie ganz merkwürdig. Obwohl ich den ersten Teil, wie gesagt, wirklich gut fand und auch wirklich gruselig fand zwischendrin. Also, keine Ahnung, was das damals war. Naja, egal. Auf jeden Fall kommt der fünfte Teil von Lockwood & Co. am 27. November raus. Ihr wisst Bescheid. Das waren die Neuerscheinungen für den November. Wie gesagt, es sind wieder einige Bücher geworden. Mehr als ich erwartet hätte. Und ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie die Bücher so sind. Wenn ihr noch Bücher habt, die im November rauskommen, wo ihr sagt, Susi, das hast du vergessen, dann schreibt es mir wie immer unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.